Jo Freunde, hallöchen und herzlich willkommen zur 100. Folge von Bloons Tower Defense 5, wie es einige schon geschrieben hatten, dass sie es halt so gerne sehen wollen, oder zumindest einer hat es, glaube ich, geschrieben gehabt, dass er es gerne so sehen möchte, halt so eine Aplatzolypse zu sein. Das heißt also, wie lange ich überleben kann, bis ich endlich sterbe. Und ihr seht, das ist so eine Zeitrafferaufnahme, wo ich halt gerade Ziegelmauer hieß die Map, auf Aplatzolypse. Ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt einen Mode gibt. Aplatzolypse ist, glaube ich, kein Mode an normal oder leicht, mittel und schwer gebunden. Sondern das ist eine komplett eigene Schwierigkeit, wo auch komplett andere Bloons kommen werden. Ihr seht es auch jetzt schon gerade in Runde 26, habt ihr gerade schon Bleibloons gesehen. Die eigentlich normalerweise, ich glaube, ab Runde 34 oder so kommen die als erstes. Also noch nicht so kurz davor, aber ist egal, das hat noch was ganz Neues. Ich habe zwei Affenpioniere dahingesetzt. Und das Gute an Aplatzolypse ist halt, du musst nicht automatisch die Runden weiterklicken. Das heißt, ihr geht komplett durch von Runde 25 oder Runde 26. Seht ihr schon, bin ich schon Runde 30. Ich musste nicht einmal klicken auf das Weiterzeichen. Darum, ich baue jetzt rechts so ein paar Bananenplantagen hin. Und habe einen Affenbauer dabei, damit ich schön alle einsammelt. Damit ich ordentlich ein bisschen Geld dazu bekomme, weil ich glaube, Geld... Naja, ich weiß doch schon, wie es ausgeht. Das wäre doof, wenn das nicht so wäre. Aber im Endeffekt, sage ich mal so, Geld habe ich dann nicht mehr wirklich gebraucht. Aber gut, muss man natürlich erstmal ein festes Verteidigungspolster haben. ehe man da wirklich mit dem Gold schwimmt. Ihr seht jetzt schon, kommen Keramikballons auf Runde 34. Ich glaube, das erste Mal kommen sie auf Runde, weiß ich nicht, 40, 45, irgendwie so. Oder 48 oder so irgendwie. Aber jetzt kamen sie halt schon in dieser Runde und ihr seht auch schon, also meine Affenpioniere an sich mit den roten Wachtürmen halten das easy going ab. Beide mit Reinigungsschaum aufgerüstet, damit die Tamaluns daran platzen werden, weil so kommen die Tamaluns nie im Leben da durch und werden halt schon ordentlich geplatzt. Ja, 5 Bananenplantagen liegen jetzt da hinten. Jetzt habe ich sogar noch die Klebstoffschützen dahin gebaut, damit sie ein bisschen langsamer werden. Weil ich finde das ein bisschen zu schnell, wie die da langlaufen, also natürlich wegen dem schnelleren Modus. Aber sie können ruhig ein bisschen gelangsamt werden, das ist in Ordnung. Und da habe ich jetzt meinen Superaffen gesetzt, jetzt erst der Klebstoff und ja, da unten das halt. Klebstoffkleckse ist mein Plan, dass ich die machen werde, weil da vorne ist halt wirklich optimal, wird jeder befleckt mit Klebstoff. Und da werden die halt alle ein bisschen langsamer. Ja, jetzt kommen nämlich auch schon Moabs auf Runde 41, also ist schon krass. Da wollte ich gerade mein Dings hinbauen, mein Affendorf, und da spawnt so eine hässliche Kackwachturm-Ding. Das ist echt schade. Ich wollte jetzt aber auch nicht verkaufen, weil das ist einfach zu schnell nachgespawnt werden würde. Ihr seht schon 6000 Mann ich schon wieder. Jetzt kriege ich Geld ohne Ende eigentlich. Jetzt versuche ich so ein bisschen die Bananenrepublik auszubauen. Alle fünf auf Bananenplan, also auf die zweite Ebene. Und es ein bisschen mehr Geld gibt. Ihr seht schon, der Superaffe macht ordentlich mit seinen Laserstrahlen ordentlich Wumms hier. Die kommt zwar schon ein bisschen durch, aber sie müssen halt nach unten lang. Also es ist halt eine recht einfache Map gewesen, also da ist schon klar, dass ich ein bisschen weiterkomme. Und die laufen dann halt nach unten durch und dann halt nach hinten, aber so weit kommen die halt nicht mal. Seht ihr ja schon, dass es selbst egal gewesen wäre bei einer anderen Map. Sie werden so oder so recht am Anfang gestorben, also sie ist schon mal, mein Gott der Sonne, der killt die easy going. Bananenrepublik und eine Bananenrepublik fehlt noch. Ja, man kriegt so viel Geld eigentlich dazu, das ist so krass. Und ich schwimme hier fast im Geld, das ist überhaupt kein Problem, jetzt noch erweiterter Servicebereich, damit die noch ein bisschen mehr Range haben. Auch die Blumenfahnen sind sehr nützlich und jetzt stehen die natürlich da unten. Das Doofe jetzt an den Blumenfahnen ist jetzt, sie verschwinden normalerweise nur, wenn die Runde zu Ende ist. Und das hier kann wirklich das Rundenende gibt, bleiben die Blumenfahnen jetzt so lange dort stehen, bis dort irgendjemand reinläuft. Und das, ihr seht, das ist ziemlich kacke dort gerade, die Moabs laufen da zwar lang, aber halt nicht in die Blumenfalle rein. Das dauert noch sehr, 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 sehr lange, bis da überhaupt irgendein Blumen reinfliegen. Und ihr seht schon, ich habe jetzt schon zwei Bananenforschungs... wie heißen die Dinger? Ich habe schon wieder vergessen. Da kommt der erste BFB, bei Runde 50 kommen schon zwei BFBs. Drei BFBs. Und hat Moabs ohne Ende und mein Gott, der vier BFBs. Ah ne, jetzt ist schon Runde 51. Mein Gott der Sonne, seht ihr schon, meine beiden Götter der Sonne zerstören die Gegner ohne Ende. Also da ist überhaupt kein Thema. Und das macht ja auch noch Dings hin, diese Flugzeugträger, weil das ist wirklich mit diesen Flugzeugträgern, du kannst so viel Schaden machen wie die Flugzeugträger. Genau, nämlich auf dieser Line langlaufen, wo halt die ganzen Balloons kommen. Seht ihr schon, wie sie dort von rechts nach links wieder fliegen. Genau diese Line lang, wo die ganzen Moabs ihnen entgegenfliegen. Was einfach ziemlich krass ist. Und drei von den Flugzeugträgern, einer passt da noch hin, irgendwo ein Pixel, da ist er. Drei von denen
Und die Gegner, ist es fast unmöglich, da durchzukommen. Also jetzt seht ihr schon, wie weit sie auch zurückgedrängt werden. Der Gott der Sonne greift nicht mehr da hinten an, sondern hier schon weiter vorne. Und mein Ziel ist es natürlich gleich, die noch am Anfang gleich kaputt zu machen. Aber ich glaube, zwei Götter der Sonne sind ein bisschen zu schwach dafür. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon 64.000, 65.000, 70.000 Gold. Also Goldprobleme habe ich ab jetzt hier nicht mehr. Das ist so easy, du kannst hier alles kaputt machen. Ich mache sogar noch ein paar mehr Flugzeugträger hin. Irgendwann wird man zwar ganz kirre von den ganzen Feinden, das ist aber egal. Ich muss jetzt nicht mehr spielen, ich muss meinen Mauscursor nicht mehr suchen. Seht euch an, Alter. Holy shit. Wie sie einfach mal alle dahin fliegen und die beiden Götter der Sonne, man sieht eigentlich fast gar nichts mehr. Man sieht fast nichts mehr. Die Götter der Sonne zerstören die Gegner hier ohne Ende. Und das sind nur zwei Götter der Sonne. Jetzt, ach so, genau, jetzt habe ich meine Pioniere verkauft, weil die nur Platz weggenommen haben mit ihren Wachtürmen. Und ich habe jetzt um das Affendorf rum ganz viele Götter der Sonne gebaut. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht den Tempel des Affengoldes baue, weil es wäre sehr, sehr ärgerlich gewesen, weil der hätte mich einfach zerstört. Aber das mache ich am Ende noch. Also am Ende werde ich einen Affentempel-Gott bauen. Gott, wie heißt das Ding? Tempel des Affengoldes, so heißt das. Um so ein bisschen damit rumzuspielen. Aber werdet ihr auf jeden Fall gleich noch sehen. Ich habe es halt, doppelte Speed ist das. Jetzt kommen nämlich schon die Zombies. Es ist doppelter Speed, also sind wir bei insgesamt 15 Minuten, 4 Sekunden, sagt mir meine, mein Video. Und jetzt fange ich an, Dings zu bauen, Helikopter. So nacheinander Helikopter hinbauen. Und ja. Helikopter, nächster Helikopter. Und ihr seht, 70.000 habe ich gerade schon. Vor allem die ganzen Bananenforschungsdinger. Seht ihr die rechts? Die fünf Dinger, die da jede Runde. Eine ist 400 wert, durch die Wert von Bananen 600 wert. Und jeweils 5, das heißt 3.000 Gold wird durch eine einzige produziert. Das sind also 15.000 Gold pro oder 15.000 Dollar pro Runde allein durch diese Bananenforschungsfabriken dorthin. Jetzt brauche ich sogar noch ein paar Affenpflegerasse, weil die auch ziemlich geil sind. Mit Spukgestalt, und ihr seht schon, die Gegner kommen da nicht mehr mal ansatzweise lang. Also ich weiß nicht, die Leute haben zwar gesagt, irgendwann wird man verlieren, glaube ich aber so nicht dran. Du kannst unendlich weiterspielen. Irgendwann hast du so eine Defense, wo einfach kein einziger Gegner mehr vorbeikommt. Ihr werdet es auch gleich noch sehen, was ich gleich noch mache. Ziemlich assige Konstellation von den Einheiten gleich noch. Jetzt habe ich schon 120.000, 125.000 und die Gegner kommen halt nicht wirklich weit. Ne? Jetzt noch Apachenflugaffen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich weiß nicht, wie viel Balloons da pro Sekunde geplatzt werden. Also ich denke mal so, da könnte man schon sagen, sicherlich 100.000 Balloons pro Sekunde werden da geplatzt, wenn ich hier gleich noch weitermache. Ihr werdet auch gleich noch sehen. Alle mit schön mit verfolgen, damit die schön alle vorne rumgammeln. Natürlich, die Helikopter behindern sich so ein bisschen, aber die greifen trotzdem wunderbar an. Ja, na, da passt der Heli nicht mehr rein, das dicke Ding. Was habe ich jetzt noch gemacht? Ah ja, genau, jetzt fange ich nämlich mit den Scharfschützen an. Und ihr seht, wo ich die Scharfschützen hinsetze. Noch ein Scharfschütze und noch ein Scharfschütze und noch ein Scharfschütze und noch ein Scharfschütze. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Aber die werden gleich noch ausgebaut, und zwar noch mit einem bestimmten Muster. Aber erstmal lass ich mich jetzt die Scharfschützen bauen. Schön so an der obersten Ziegelmauer. Und ihr seht, die Gegner kommen da halt nicht mal ansatzweise wirklich lang. Und jetzt wird gleich geupgradet. Zack, der erste Warp-Krüppel und schneller schießen mit dem Nachtsichtgerät. Der obere immer, also immer mal abwechseln, immer schneller schießen, immer mal wieder nicht schneller schießen. Das heißt, dass immer wieder, also 50% auf den ersten Balloon gehen und die 50% halt auf den zweiten. Dass halt wirklich immer mehrere Balloons gestoppt werden gleichzeitig. So wie es auch mir früher empfohlen wurde. Das zu machen. Und ihr seht, ich habe so viel Geld. Ich baue hier Moab-Krüppel ohne Ende aus und ich kriege trotzdem immer noch so viel Kohle. Außer beim letzten jetzt, das glaube ich. Na doch, ich muss jetzt natürlich erstmal alle Stärksten machen. Wobei das eigentlich keinen Sinn hatte. Das war eigentlich nur Klickverschwendung. Weil da sowieso nur noch BFBs und Zombies kommen. Das ist total Latte, ist das eigentlich. So, aber damit die Scharfschützen. Guck mal, was macht. Genau, damit die Scharfschützen noch nicht reichen. Und ich gerne noch den anderen Zweig haben möchte, baue ich jetzt noch auf der unteren zweite welche hin. Und ihr seht, die kommen einfach nicht mehr, die stoppen schon. Ihr seht, dass die schon stoppen da vorne. Denen ist das, mein einer, das ist total Latte, ob die da jetzt langkommen oder nicht. Weil die kommen überhaupt nicht mehr lang. Das sind so viele Götter der Sonne. Oder doch, Gott der Sonne hieß er, glaube ich, genau. Götter der Sonne mit einem schönen Affen, End zu den Waffen. Ne, End zu den Waffen ist es nicht. Doch, ist es auch. End zu den Waffen ist es. Und die Gegner werden einfach so auseinandergenommen, das ist überhaupt kein Thema. Jetzt upgrade ich hier noch weiter. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn gerade gemacht? Irgendwie sah es gerade komisch aus, als ob ich nichts gemacht hätte. Ja, und ihr seht schon, alle, jetzt sind natürlich alle auf schnelle Feuern, weil ich natürlich den unteren Zweig brauche. Jetzt habe ich natürlich kein Geld mehr, ist ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt lasse ich mir natürlich erstmal ein paar Kisten geben. Und ich glaube aber, durch die Kisten, die muss ich anklicken. Ich dachte, also früher habe ich das, glaube ich, so
gehabt, dass man die Kisten nicht anklicken muss, aber hier muss ich sie ja, glaube ich, doch anklicken. Das heißt, ich kriege locker jede Runde oder jedes Mal, wenn ich die Fähigkeit benutze, was ist, wie viel Gold? So 30, 40, 50.000. Was absolut kein Problem ist. Hier fliegen sie alle lang. Und halt jedes Mal so 1000, so 500 bis 1000 Gold kriege ich halt jedes Mal 1000 Dollar. Gleich cutte ich das übrigens irgendwo im... Ne, noch nicht. Noch cutte ich es nicht. Ich habe es irgendwann irgendeinen bestimmten Teil übercuttet, weil das waren irgendwie 20 Runden gewesen, wo ich nichts gemacht hatte. Also wirklich nur durchgespielt hatte weiter. Und da hatte ich so ein bisschen gecuttet, damit hat das langweilige Zeug nicht kommt. 150.000 Gold aktuell. 160.000. Und ihr seht schon die ganzen Blumen-Counter. Die Blumen-Pop-Counter 92.000. Jetzt kommen erstmal die Klebstoff-Kleckse. Und die haben noch gefehlt gehabt. Wobei das jetzt eigentlich eh egal ist, weil es kommen noch Zeppeline und Klebstoff haben auf die Zeppeline keinen Sinn. 185.000, 190.000, 195.000, 200.000 und das alles ohne die Fähigkeiten von den Scharfschützen da unten. Ja, also Geld ohne Ende bekommt man hier, muss ich schon sagen. Jetzt dachte ich mir so, ich habe da eigentlich zu viel Geld. Was machen wir damit jetzt? 250.000 Gold? Ja, und was machen wir damit Schönes? Habe ich mir so überlegt, welche Gebäude könnten denn jetzt noch schön nützlich sein? Warum mache ich denn das? Lass den Nachteil nachsynchronisieren. Genau, jetzt habe ich überlegt, welche Gebäude könnte man noch bauen. Und ich habe das Fallschussgewehr genommen. Schön mit dem Laser. Der poppt zwar recht wenig, aber halt nur wegen dem Gott der Sonne. So, zack, zack, zack. Nächster Strahl des Untergangs ist jetzt schon 50.000. Also das muss schon ziemlich gut sein, so der Strahl des Untergangs. Tschu! Und den nächsten hinsetzen. Go, go. Immer schön weiter. Nächster Strahl des Untergangs. Immer wieder 50.000. Und sobald ich sie gleich auf den Eingang setze, da unten sind sie jetzt auf dem Eingang, werden sie halt noch schneller zerstört. Also 100.000, 110.000 Gold schon wieder. Also ich krieg so viel Gold. Und gleich unten rechts möchte ich jetzt sehen, 18.33 Uhr ist es gerade noch. Das heißt, wenn es irgendwie 18.45 Uhr oder so ist, dann wurde es halt kurz gecuttet. Irgendwo hier müsste es gleich gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das heißt, ich habe hier nur noch Gegner zerstört und nichts weiter gebaut. Und habe halt Gold, Gold, Gold ohne Ende bekommen. Na? Haben wir noch 18? Hätte ich schon vielleicht noch ein bisschen vorher mal. Ich habe irgendwie noch 30 Sekunden so gelassen, damit man so ein bisschen sieht, dass die Balloons einfach nicht durchkommen, die generischen Balloons. Und ich meine, einige Leute hatten geschrieben, irgendwann ist es unmöglich, gegen die Balloons nicht mehr gegen die anzukommen, weil sie immer stärker und schneller werden. Aber ich sage nein. Ich sage, du kannst auf ewig, du kannst bis Runde 5 Milliarden spielen, sofern dein Gerät es zulässt von der Leistung her. Wirst du die Balloons immer stoppen können, gerade auf dieser Map. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch schlimmere Maps, wo das halt wirklich Ausmaße hat, dass, ja, wenn halt einer durchkommt, ist schon dann doof. Aber so, ich weiß nicht, die kommen nicht mal am Anfang vorbei, das ist halt so, also das ist bei jeder Map so. Irgendwo gibt es immer einen Anfang und da, okay, stimmt, jetzt wollte ich auch noch Kanonen hin, okay. Stimmt, mit Moab-Schlägen, mit dem Moab-Aufschlag, dass die Gegner jetzt noch gestunt werden, die Balloons. Und, keine Ahnung, also, ich glaube bei 18.37 irgendwo war der Schnitt gewesen. Jetzt noch ein Aufschlag, schön, dass die auch noch schön gestunt werden alle, wenn beim Aufprall verwirrt oder, nee, nicht verwirrt, sondern betäubt. Wie auch immer. 390.000 Gold mittlerweile schon, 395.000 und ich weiß halt nicht, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Ich habe jetzt schon so viel Tower gebaut und gleich müsste der Cut kommen, dann seht ihr auch, wie viel Gold ich danach habe. 410.000, 415.000. 420.000. Es kommen halt wirklich jetzt die ganze Zeit nur Songs und sofern nichts Stärkeres kommt, jetzt ist es nämlich 1844, ihr seht halt, es ist immer noch 881.000 Gold habe ich mittlerweile, 881.000 Dollar. Und jetzt brauche ich den Tempel des Affengoldes und ihr seht, es ist einfach mega für den Arsch, dieser Tempel des Affengoldes. Die Gegner kommen durch, richtig kommen sie durch, easy going. Wo natürlich alle jetzt, alle super, alle Götter der Sonne und so weiter, alle Flugzeugträger zerstört. Und ja, das ist so. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr gehabt, weiter zu spielen, weil irgendwann, ihr seht, bei Runde 107 war da einfach nur noch öde. Deswegen habe ich es dann einfach gelassen und habe Tempel des Affengoldes gebaut und fertig. Ihr seht schon die ganzen Dings, die hier durchkommen. Ja, gleich kommen sie durch. Der erste BFP kommt da, glaube ich, schon mal durch. Und jetzt müsste er rausfliegen. Das war's gewesen. Somginato habe ich einen Erfolg errungen. Und tja, easy going. Welle 108 haben wir bis dahin durchgehalten. Ja, das war es halt gewesen, diese 100. Folge von Bloons. Auf jeden Fall danke für den Vorschlag, das war auf jeden Fall eine interessante Folge, fand ich. Und ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, irgendwann gegen die ganzen Bloons zu sterben. Also man kann es wirklich bis zum Ende, bis Runde 5 Milliarden durchhalten, solange
wie halt das Gerät oder der PC nicht abstürzt. Oder halt das Gerät nicht abstürzt, schon richtig. Oder die App. Ja, Leute, auf jeden Fall, das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in weiteren Balloons-Folgen dann später wieder. Mal gucken, was wir da machen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Balloons Tower Defense 5. Bye, bye.